Wir könnten eigentlich den Mittelboss ein paar Mal machen. Ist nicht gut, der ist sau stark. Ja, die sind jetzt noch schon ein bisschen zu stark. Weil Baraka nicht so viel Damage macht am Anfang. Gehen wir lieber dorthin und suchen uns bessere Items. Also, hier hin müssen wir. So viel Schwäche sind die Gegner zwar nicht, aber immerhin, dann haben wir auch mehr Chance auf höhere Items. Schauen wir mal, wo sind die Gegner? Hier. Ja, die sind halt auch sehr. Weiß ich, muss ich vielleicht mit Fire Traps eher angreifen. Oh nein, nicht noch ein Beschwerer. Aber es bringt auch nicht so viel. Das ist das Blöde. Okay, vielleicht bei den Blauen hier. Naja. Ich werde noch ein bisschen Items suchen. Und dann machen wir weiter. Okay. Kommen jetzt nicht so viele Gegner hier hin. Also. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und jo. Viel Spaß mit den anderen Videos. Tschüss. Ja, brennt endlich. Komm schon. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champion... Path of Exile. Sacrifice of the Wall. Ja, ich habe ein paar Items geholt mit meinem Reef Clown Shadow und ja, das hört sich doch schon viel besser an. Endlich mal anständigen Shit. Ja, das ist nicht mal besser, aber das ist besser. Dann haben wir hier noch einen Tree Corn. Sorry. Ja, aber Baracke. Nehmen wir diese Shit Falle heraus. So. Oh, anständige Boots. Dann haben wir hier Flask, Mana Flask. Attack Speed, Physik Damage, Blitzschaden. Ja, ist besser. Dann haben wir hier eine Aura, die uns Mana gibt, sehr wichtig. Und hier haben wir Vorkap, die können wir nicht gebrauchen, weil unsere grünen Sockel nicht verbunden sind. Aber wir haben noch keinen wie heißen die Orbs, die mit den zwei Ketten zum Verbinden, zum Linken. Ja, egal, aber wir haben einen Orb auf Alchemie, aber wir haben grüne, blaue, die gehen nicht. Wir sollten hier, gibt es keine stärkeren, aber der ist ja mal fett. Ist er geil. Der ist ja mal geil. Dann nehmen wir den raus. So. Nehmen das Ding raus.
Fire Trap und lege in das Fork rein. So. Fork heißt, wenn man einen Gegner trifft, wird er weitergezogen. Mehrere Splitter. Ich weiß jetzt nicht wie viel. Aber das ist, glaube ich, zufällig. Und ja. Braucht halt mehr Mana, 25% mehr Mana. Und macht 30% weniger Damage, aber das ist schon richtig genial. Das ist der Hammer. So, was haben wir sonst noch? Sockelfarbe ändern müssen wir ja nicht. Wir haben 6, das ist richtig cool. Und hier habe ich noch diese drei Waffen gefunden, die recht fett Damage machen. Und hier zum Beispiel 13% erhöhter Elementarschaden auf Waffen. Noch fett. Sonst ist nichts neu. Nee. Okay, dann verkaufen wir. So. Wir sollten nicht vergessen, hier später noch Blinding Speed zu nehmen. Wir brauchen den Attack Speed. Und sonst ist eigentlich alles gut. Wir müssen unbedingt hier hinkommen. Das ist das Wichtigste. Das ist 50% erhöhte Physical Damage. Also ist einfach gigantisch geil. Okay. Ja, wo sind wir angekommen? Mal schauen. Wir sind hier beim Ship Grape Grey Heart. Okay. Mal schauen, wie wir heute weiterkommen. Oh, danke schön. So, machen wir mal die Aura an. Seht ihr, wie schnell das sich wieder regeneriert? Schon mal gut auf Level 1. Aber natürlich in so langen Kämpfen, das ist nicht so gut. Da müssen wir dann noch ein bisschen verbessern. Schade, dass die Blitznova so klein ist. Ihr seht es, die gehen immer auf die Seite und so. Das ist noch recht genial. Und die gehen von mir aus, oder was ist das? Ich weiß es jetzt nicht genau. Habe eigentlich vorher Knie benutzt. Da hat mich nie interessiert. Aber jetzt, da wir nichts Besseres haben, ist das echt gut. Ja, es braucht natürlich eben auch viel mehr Mana. 10 Mana pro Schlag. Das ist nicht gerade günstig. Dann haben wir noch 2% Life Leech, Mana Leech. Ja, kommt nur zu mir, dann ist es stärker. So. Geht doch. Boom. Wie viel Schaden macht er eigentlich noch? 7,2 DPS. Oh nein. Ich muss unbedingt den leveln. Cool.
Das ist ja mal fett. Ja, 50 ist wenig. Ja, vielleicht müssen wir nochmals zur Brutus gehen. Ich nehme mal dieses Teil raus. Lege es hier hin, damit es noch levelt. So. Das Forky Fork. Nein, hier nicht. Die sind recht stark. Die essen Leichen und dann werfen sie es auf uns. Drei Bro-Leiche, das ist nicht gerade gut. Die machen fett Damage mit dem. Wieso leveln die die Games nicht so schnell? Brauchen halt viel AP momentan. Jo. Schon. Ich sei zu stark. Zäh. So. Wie viel mache ich jetzt? 9.7. Das Blöde ist einfach, Baraka ist am Anfang schwach. Irgendwie das Fork. Das macht auch weniger Damage. Ich sollte einfach der normale Angriff bei einzelnen nehmen. Vielleicht sind wir einfach zu weit oben schon. Man kann einfach nicht durchrushen ohne Items. Wenn wir neu anfangen. So. Okay, ja, braucht wahrscheinlich noch einige EXP. Ja, nur erst die Hälfte haben wir. Ja, das ist Shit. Das ist Bullshit. Mist, 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 Mist. Sorry, dass ich ein bisschen müde wirke. Aber ich bin jetzt heute um 7:30 Uhr aufgestanden. Und bin halt noch ein bisschen müde, weil ich gestern einen extrem strengen Tag hatte. Voller Stress natürlich. Und ja. Mir nervt es einfach, dass die Leute meinen, sie könnten alles mir die Zeit rauben, die ganze Zeit, und merken nicht, dass ich den ganzen Tag trainiere. Das ist eine riesen Belastung auf den Körper. Ich kann nicht jedem immer die ganze Zeit helfen. Ich bin momentan nicht gut im Helfen. Sorry dafür. Schaut auf euch selbst. Oder nervt den anderen nach Hilfe, bitte. Ich bin momentan sehr im
Ja, ich will einfach gut werden. Ich kämpfe darum. Da habe ich wirklich keine Zeit für andere momentan. So leid es mir auch tut. Ach komm, mach doch mehr Schaden. Wenigstens ein Level up. So, was nehmen wir? Wir könnten hier die Aura. Nein, das ist reduced. Kritische Trefferchancen ist sonst nichts. Ach du blödes Teil von einer Krabbe. So. Wir könnten. Es gibt hier keine Wohnsachen. Ich brauche Damage. Es ist erst hier Damage. Das ist ein bisschen zu spät. Ja, wir müssen einfach weitermachen. Ich kann den Damage momentan nicht erhöhen. Wir brauchen eine bessere Wand am besten. Tja, es ist nicht so leicht, dass einer, der noch nicht gute Items hat. Das Spiel ist extrem item- und game-bedingt und so. Es reicht, du Scheißkotze.